Ich freue mich, Sie euch alle herzlich begrüßen zu können zu unserer heutigen Veranstaltung Wenn Rechte reden. Der Titel der Veranstaltung ist Wenn Rechte reden, die Bibliothek des Konservatismus als extrem rechter Think Tank. Ich habe die Ehre, den Abend heute zu moderieren und stelle mich auch ganz kurz vor. Mein Name ist Sarah Speck, ich bin Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung hier an der Goethe-Universität. Der Abend heute wird eine Buchvorstellung beinhalten, des gleichnamigen Buches. Ich halte es kurz in die Kamera. Wir sprechen heute mit der Autorin dieses Buches, Lilian Himmler, die wissenschaftliche Mitarbeiterin bei uns an der Goethe-Universität hier in Frankfurt ist. Und wir sprechen auch mit einer weiteren Expertin in diesem Themenfeld, die ebenfalls an einer hessischen Universität tätig ist, und zwar Juliane Lang von der Universität Gießen. Das Thema des heutigen Abends, der Buchvorstellung und des anschließenden Gesprächs wird die Frage sein, was eigentlich passiert, wenn Rechte reden. Oft wurde und wird die Frage gestellt, ob und wie man mit Rechten reden soll. Lilian Himmler hat sich in ihrer Abschlussarbeit ihres Studiums sehr genau angeschaut, was passiert, wenn Rechte, extreme und etwas gemäßigtere Rechte, miteinander reden. Und sie hat ihre akademische Abschlussarbeit zu einem sehr, sehr lesenswerten Buch für ein breiteres Publikum umgeschrieben. Das heißt, sie hat die Arbeit ein wenig von dem akademischen Ballast, einem Fußnotenapparat und anderem befreit und eben ein kürzeres, sehr zugängliches Buch geschrieben, über das wir heute sprechen werden, das in diesem Jahr bei Martha Press erschienen ist. Die gesellschaftliche Relevanz des Themas ist, glaube ich, offensichtlich. Wir haben es in zahlreichen Kontexten seit längerem mit einem Erstarken der politischen Rechten zu tun, mit für unsere Gesellschaft vielschichtigen Folgen und Bedrohungen, die wir zum Teil auch noch gar nicht ganz abschätzen können wahrscheinlich. Als WissenschaftlerInnen kommt uns die Aufgabe zu, den gesellschaftlichen Wandel und die Gründe für diese politische Entwicklung zu beleuchten, aber auch zu beleuchten, wie sich diese neue Rechte eigentlich formiert. Also um welche Themen herum, mit welchen Techniken, in welchen subkulturellen Milieus oder überhaupt in welchen Milieus, an welchen Orten, mit welchen Diskursstrategien. Lilian Himmler hat in ihrer Arbeit oder mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag hier geleistet und gibt einen Einblick vor allem auch in Diskursstrategien. Sie zeigt vor allem auch dabei, warum das Thema aus Perspektive der Geschlechterforschung so wichtig und brisant ist und umgekehrt, warum es eine intersektionale Geschlechterforschung braucht, um zu verstehen, was politisch seit geraumer Zeit und gegenwärtig im Gange ist. Ich freue mich also, dass Lilian heute einen Einblick in das gibt, was sie im Zuge ihrer Studie herausfinden konnte, und freue mich doppelt, dass sie dies heute tut mit einer weiteren Expertin aus dem Feld, Juliane Lang, die ebenso wichtige Beiträge in die Debatte oder zu der Debatte geliefert hat und weiterhin liefert. Wir werden also die Ergebnisse des Buches im Dialog oder also mit mir im Gespräch, aber vor allem die beiden miteinander besprechen, und es wird auch Raum geben für Fragen aus dem Publikum. Ich möchte noch kurz unsere beiden Protagonistinnen vorstellen, damit ihr sie ein wenig mehr über sie wissen. Lilian Himmler hat Gender Studies, Sozialwissenschaften und Lateinamerika-Studien studiert und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Geschlechtersoziologie hier an der Goethe-Universität in Frankfurt. Im Januar 2021 erschien eben dieses Buch, Wenn Rechte reden, bei Martha Press. Lilian promoviert zur Verbindung von Scham und sexualisierte Gewalt und ist außerdem als Sozialarbeiterin mit Betroffenen sexualisierter Gewalt tätig. Juliane Lang hat ebenfalls Gender Studies studiert und Erziehungswissenschaft. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen. Juliane Lang arbeitet seit vielen Jahren wissenschaftlich und in der politischen Bildungsarbeit zu den Themen rund um Geschlecht und die extreme Rechte. Sie ist Mitglied im Forschungsnetzwerk Frauen- und Rechtsextremismus und Mitherausgeberin des Sammelbandes Antifeminismus in Bewegung, aktuelle Debatten um Geschlecht und sexuelle Vielfalt, erschienen 2018 im gleichen Verlag bei Martha Press. Aktuell arbeitet sie an der Uni Gießen zu Weiblichkeitskonstruktion und Vorstellung von Mutterschaft bei Protagonistinnen der autoritären und extrem Rechten, auch ein sehr relevantes und brisantes Thema. Kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Wir werden zunächst mit der Buchvorstellung beginnen, die sich rund um die Frage kreist, warum es sinnvoll ist, wichtig ist, sich rechte Thinktanks anzugucken, was eben Lilian gemacht hat. Das wird circa 15 Minuten dauern. Wir hören dann einen Kommentar zum Buch von Juliane Lang.
Wir haben dann ein Gespräch mit Diskussionsfragen, die wir ein wenig vorbereitet haben, das etwa 20 Minuten dauern wird, und haben dann noch Raum für Diskussionen mit dem Publikum über Fragen im Q&A, also das erkläre ich nachher nochmal. Unten rechts gibt es einen Button, genau, wo schon eine Frage gestellt wurde, wie viele ZuhörerInnen sind aktuell eingewählt? 74 ist die Antwort. Was uns freut, eine sehr gut besuchte Veranstaltung. Genau, letzte Bemerkungen. Wir freuen uns sehr auf Ihre und eure Fragen, eben in diesem unten rechts F&A, Q&A Forum. Und das muss man bei Veranstaltungen zu diesem thematischen Spektrum ja leider vorab auch deutlich machen. Wir haben das digitale Hausrecht. Die Veranstaltung wird mitgeschnitten. Das ist für Sie insofern also relevant zu wissen, aber dadurch, dass Sie weder namentlich noch mit Stimme oder Bild eingeblendet werden, sozusagen besteht nicht die Notwendigkeit, um Erlaubnis zu fragen, aber wir wollten Sie trotzdem euch informieren. Und bevor wir beginnen, ist mir noch wichtig, einen Dank auszusprechen, und zwar an diejenigen, die diese Veranstaltung heute unterstützen, mit vorbereitet haben. Das ist insbesondere eben das Cornelia-Goethe-Zentrum als Mitveranstalterin des heutigen Abends. Wir danken insbesondere Helma Lutz, Marianne Schmidtbauer und Lukas Schucht, der heute auch den technischen Support macht. Wir danken Bea Ricke, die auch ein wenig bei der Moderation hilft im Hintergrund. Und wir danken dem APABITS für Unterstützung. Soweit die Vorbemerkungen meinerseits. Und ich freue mich sehr, Lilian, jetzt auf deinen Input. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich teile mal gerade meine Präsentation. Genau. Können die alle sehen? Ich gehe jetzt einfach davon aus. So. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein heute Abend und auch auf das Gespräch später mit dir, Juliane. Vielen Dank auch an alle ZuschauerInnen fürs Kommen, auch wenn es heute keinen Sekt gibt aufgrund des digitalen Formats. In den kommenden 15 Minuten will ich einen kurzen Ritt durch mein Buch machen und zunächst die Bibliothek des Konservatismus vorstellen. Was ist das eigentlich für ein Ort? Was passiert hier? Und danach auf die schon erwähnten diskursiven Interventionen eingehen. Also es wurde viel von der Verschiebung von Sagbarkeitsgrenzen gesprochen. Ich möchte mir noch mal näher angucken, was passiert da eigentlich genau, wie wird das eigentlich gemacht? Und schließlich drittens anhand einer Praktik besonders auf die Relevanz von Geschlecht und Antifeminismus eingehen. Zunächst zur Bibliothek des Konservatismus. Das ist eine relativ kleine Bibliothek in Berlin-Charlottenburg. Sie bezeichnen sich selbst als Spezialbibliothek für Konservatismus. Sie wurde 2012 gegründet über die Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung, die wiederum schon 2000 zeitgleich übrigens mit dem Institut für Staatspolitik durch den Autor und Verleger Kaspar Freiherr von Schrenck-Notzing gegründet wurde. Und aktuell hat den Vorsitz Dieter Stein, also seit 2007, der Herausgeber von der Jungen Freiheit. Wie der Name schon sagt, es ist eine Bibliothek, das heißt, es gibt einen Bücherbestand, der sich vor allem durch Schenkungen zusammensetzt. 2017 haben sie selbst mal die Anzahl herausgegeben, dass sie 34.000 Titel haben. Ich habe das nicht nachgeprüft, es ist auch unklar, wie viele Doppelungen dort bestehen. Besonders beim Bücherbestand ist der Sonderbestand Lebensrecht. Also Sonderbestand klingt sehr groß, es handelt sich um ein Regal, wo aber eine Kooperation mit der Stiftung Ja zum Leben, also einer klaren Lebensschutzstiftung, besteht. Und die Kooperation sieht so aus, dass es nicht nur dieses Regal gibt, sondern eben auch alljährlich vor dem sogenannten Marsch für das Leben eine Veranstaltung in der BDK, also in der Bibliothek des Konservatismus, stattfindet. Nach meiner Analyse ist allerdings der Bücherbestand weitaus weniger relevant als die Veranstaltungen. Die finden in der Regel 3 bis 4 Mal monatlich statt. Das sind meistens Buchvorstellungen. Momentan, pandemiebedingt, findet dort nichts statt. Aber es treffen sich unter anderem auch Gruppierungen wie die Junge Alternative. Das heißt, die Bibliothek des Konservatismus ist ein Treffpunkt für ein breites Spektrum und deckt eine thematische Bandbreite ab. Besonders
Und deswegen ist es auch mein Fokus in dem Buch, Themen wie Migration und antimuslimischen Rassismus, gerade seit 2015, allerdings auch Libertäre und EU-GegnerInnen, das ist oft in Verbindung mit so einer EU-Verschwörung, was dann sehr schnell antisemitisch aufgeladen wird. Und als dritten Punkt der ganze Bereich um einen vermeintlichen Genderwahn, eine Homo-Lobby, also wo auch agitiert wird gegen beispielsweise die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Zusätzlich gibt es Veranstaltungen, nämlich sogenannte Seminare, die im Semesterrhythmus stattfinden und sich an Schüler, Studenten und Jungakademiker bis 35 Jahre richten. Hier sieht man unter anderem den Versuch einer universitären Anbindung, also einerseits sprachlich durch eben akademisches Vokabular, aber auch räumlich, weil sie sich in der Nähe von zwei großen Berliner Universitäten befindet, vor allem die Technische Universität und die UdK. Zusätzlich gibt die FKBF, also die Förderstiftung, unter der die Bibliothek läuft, Preise raus, den Gerhard-Löwenthal-Preis für Journalisten, der in der Regel an JournalistInnen von der Jungen Freiheit, der Sezession etc. verliehen wird, und haben auch noch einen eigenen Output. Also sie geben ein Newsletter raus, eine eigene Schriftenreihe und ein Magazin. Das heißt, es ist ein Think Tank, wo nicht nur Wissen archiviert wird, sondern eben auch generiert und verbreitet. Und als Think Tank bilden sie sozusagen die ideologische Basis und sind gleichzeitig auch ein Veranstaltungsort beziehungsweise ein Knotenpunkt unterschiedlicher AkteurInnen der Rechten bis Extremrechten. Und deshalb würde ich sagen, es ist von großer gesellschaftspolitischer Relevanz, sich diese Orte genauer anzuschauen. Was passiert da genau? Diskursive Interventionen, also ich habe versucht, das so ein bisschen bildlich darzustellen, eben durch die Sprechblase und die Shift-Taste. Denn die sogenannte neue Rechte verfolgt besonders die sogenannte rechte Metapolitik. Sie beziehen sich da unter anderem auf den antifaschistischen und marxistischen Theoretiker Antonio Gramsci. Das heißt, sie versuchen kulturell und diskursiv eine Veränderung auf lange Sicht herbeizuführen. Verschiebung von Sagbarkeitsgrenzen meint dabei aber nicht, dass früher alles gut war oder dass es nicht rassistische und antisemitische Rhetorik, dass sie keinen Platz hatte. Aber ich würde schon sagen, in den letzten Jahren hat sich da was verändert und es ist ein anderer Resonanzraum in der deutschen Gesellschaft. Es gibt eine andere Selbstverständlichkeit, mit der Rechte beispielsweise in den Medien sprechen oder auch in den Parlamenten vertreten sind. Wie passiert das genau? Mein Material ist, also ich habe Veranstaltungen aus der Bibliothek des Konservatismus ausgewertet, also 24 Videos insgesamt. Und eine Reihe von weiterem Zusatzmaterial, wie unter anderem die Internetpräsenz oder auch eigene Publikationen, und habe dann 9 Praktiken herausgearbeitet, die auf diese diskursiven Verschiebungen abzielen. Ich habe hier diese Praktiken mal eingeblendet und habe sie nochmal geclustert unter Fortführen, Herstellen, Verändern. Und hier sehen wir allein quantitativ, dass der Aspekt des Veränderns, was ja eigentlich könnte man meinen, diametral zu konservativ sein, dem entgegensteht, dass das eben die besonders wichtige Praktik ist. Und jede Praktik habe ich dann in dem Buch eingeführt. Ich habe anhand von konkreten Beispielen nachgezeichnet, wie also gerade aus einer geschlechter- und machtkritischen Perspektive hier diese Praktik funktioniert. Mein Fokus war, wie schon erwähnt, auf Antifeminismus, antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus beziehungsweise völkischen Nationalismus. Und als dritten Punkt habe ich bei jeder Praktik die machtpolitischen Effekte herausgearbeitet. Das heißt, unter anderem Reaktionen des Publikums einbezogen, wenn beispielsweise applaudiert wird, es Geraune gibt, Zwischenrufe und irgendeine Mobilisierung beispielsweise auch stattfindet. Das heißt, die BDK ist eben auch ein Resonanzraum und verbindet über Humor oder Hetze auf das vermeintlich andere. Das wird dann je nachdem gefüllt mit den FeministInnen, den Geflüchteten, 68er etc. Und diese BDK verbindet eben über diese Affekte ein sehr breites Spektrum. Diese Praktiken sind nicht allein auf die BDK begrenzt. Die BDK war in dem Fall mein Untersuchungsgegenstand. Mir ist aber noch wichtig hervorzuheben, dass gerade das Zusammenspiel von Form, also von der Rhetorik und dem Inhalt, nämlich der rechten Ideologie,
die Spezifik rechter Rhetorik ausmacht. Und da beziehe ich mich unter anderem auf Ruth Wodak, eine bekannte Linguistin, die dazu auch viel geforscht hat. Im Folgenden möchte ich dann im dritten Punkt nochmal spezifisch auf Geschlecht und Antifeminismus eingehen und fokussiere mich da auf das Kapitel 334, Hass auf Merkel, antifeministische Personifizierung, Infantilisierung und Dämonisierung. Zunächst aber noch zu Geschlecht. Ich verstehe Geschlecht als verwoben mit anderen Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Katharina Weigenbach hat das unter anderem mal interdependent genannt. Ich würde sagen, Geschlecht ist eine interdependente Kategorie. Und Antifeminismus in aller Kürze verstehe ich als Ideologie, die sich gegen feministische Errungenschaften richtet, beispielsweise weibliche Erwerbsarbeit oder Gleichstellungspolitiken, aber auch gegen Bestrebungen von vielfältigen Familienformen, die mehr Familienformen vorsehen als Vater, Mutter, Kind, auch gegen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und auch gegen all das, was unter Feminismus gepackt wird, eben beispielsweise eine Vorstellung von einem vermeintlichen Genderwahn. Da hat Juliane Lang auch ein wegweisendes Buch vorgelegt, aber auch Rebecca Blumen oder das AutorInnenkollektiv Fein. Und ich würde dann noch sagen, Menschen müssen sich nicht selbst als feministisch verstehen, um antifeministisch angegriffen zu werden. Und gerade das Beispiel Angela Merkel, finde ich, macht das sehr deutlich. Angela Merkel als eine konservative Politikerin, die sich selbst beispielsweise auch nicht als Feministin versteht. Und hier habe ich ein Zitat mitgebracht von dem pensionierten Politikwissenschaftler Erich Wede, der 2015 in der WDK gesprochen hat. Und er sagt, ich zitiere, was die Pathologie bei Frau Merkel angeht, ich denke, die besteht letzten Endes darin, dass für sie schon der Gedanke an die Vertretung nationaler Interessen eine Horrorvorstellung ist. Dann kann die Kanzlerschaft einer derartigen Person auch nur ein Horror für das von ihr vertretene Volk werden. Ich finde, wir sehen ganz gut in diesem Zitat zum einen, wie Merkel pathologisiert wird. Also sie wird krank gemacht und eigentlich damit unfähig gemacht, ein Land zu regieren. Sie wird personifiziert, also alles Übel oder auch vermeintliches Übel wird einzig und allein ihr zugeschrieben. Sie wird dargestellt als eine Art Diktatorin. Sie wird entmenschlicht und dämonisiert. Das wird hier in dem Zitat nicht ganz so deutlich, aber ich glaube, Sie kennen alle die Darstellung von Merkel als Tier oder Teufel, gerade jetzt auch in den ganzen Demonstrationen gegen die Beschränkungen oder gegen die Corona-Maßnahmen sehen wir das auch wieder. Und dort gibt es auch den offensichtlichen Link zu Verschwörungsdenken und antisemitischen Vorstellungen, dass sie eigentlich etwas ganz anderes im Schilde führt. Merkel wird also dadurch zu einer Figur, in der sich sämtlicher Hass entlädt. Und das funktioniert dann rhetorisch auch gut über Andeutungen, indem beispielsweise in Vorträgen nur noch eine gewisse Frau erwähnt wird. Und das kann dann unterschiedlich gefüllt werden, ob es Multikulti ist, ob es vermeintlich offene Grenzen sind oder in der Rhetorik der identitären Bewegung die Vorstellung von einem großen Austausch. Zusammenführend würde ich also sagen, dass erstens Konservatismus in der BDK als ein Deckmantel dient oder als ein Label und ist somit ein Zeichen erfolgreicher rechter Metapolitik und auch rechter Normalisierungsstrategien. Zweitens ist die BDK als Ort und Think Tank ein Verbindungsglied unterschiedlicher Spektren. Es funktioniert personell, indem eben verschiedene AkteurInnen sich bei den Veranstaltungen treffen. Das funktioniert auch ideologisch, indem sich Themenfelder plötzlich überschneiden, beispielsweise christlich-fundamentalistische LebensschützerInnen sich mit EU-Vorgaben und einer vermeintlich jüdischen Weltverschwörung beschäftigen und eben auch affektiv, dass die BDK als Resonanzraum dient und eben ein gemeinsames Lachen oder auch eine geteilte Angst oder ein geteilter Hass Menschen verbindet. Und deshalb würde ich sagen, ist die BDK spezifisch und rechte Thinktanks allgemein von großer Bedeutung für die Analyse rechter Mobilisierung, rechter Netzwerke und rechter Ideologien. Dabei, und das ist mein dritter Punkt, ist Geschlecht und Antifeminismus unabdingbar für eine kritische Analyse rechter Rhetorik und Ideologie. Somit bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Danke, Lilian, für die Vorstellung und den kurzen Einblick in dein spannendes Buch. Die ersten Fragen stelle ich.
bevor wir öffnen. Ja, vielleicht nochmal auf deinen letzten Punkt. Du bist gerade ohne Kamera, absichtlich. Genau. Nochmal auf deinen letzten Punkt eingehend. Ich glaube, es wäre auch für das Publikum möglicherweise auch spannend, das nochmal zu unterfüttern, möglicherweise mit dem einen oder anderen Beispiel. Aber es ist eine Frage, die sich auch schon an euch beide richtet, auch als Expertinnen in diesem Feld. Warum ist Geschlecht für die extreme Rechte gerade so wichtig? Und das ist eine zweischneidige Frage oder eine Frage, die in zwei Richtungen zielt. Und das eine ist sozusagen, die zielt auf den strategischen Aspekt der Formierung. Und der andere Teil der Frage zielt eigentlich auf den Versuch, ich glaube, das treibt viele GeschlechterforscherInnen gerade um, aber es ist eher auf die Frage, auf sozusagen die gesellschaftstheoretische Frage dahinter. Warum Geschlecht? Weil sozusagen wir wissen, Geschlecht ist insgesamt auch in rechten Politiken immer bedeutsam gewesen, aber möglicherweise ja gerade auch nochmal auf eine spezifische Art und Weise. Das genau, würde mich sehr interessieren, was ihr beide dazu denkt. Wie gesagt, gerne auch empirisch unterfüttert und mit Beispielen aus deiner Studie anschaulich gemacht. Ich kann ja mal anfangen und du kretscht rein, Jule. Genau, also wie du auch gerade schon gesagt hast, ich würde sagen, historisch war Geschlecht immer schon total relevant, gerade wenn wir uns Bevölkerungspolitiken anschauen, welche Menschen oder welche Frauen sollen welche Kinder bekommen. Und gleichzeitig, das ist, finde ich, auch ein bisschen die Schwierigkeit bei der Frage, ist eben auch die extreme Rechte heterogen und es ist und konzipiert Geschlecht auch unterschiedlich. Also der Großteil der extremen Rechten, glaube ich, das kann man so allgemein schon sagen, definiert Geschlecht als klar biologistisch, aber es gibt auch sozialkonstruktivistische Vorstellungen in der extremen Rechten. Und trotzdem würde ich sagen, können wir allgemein auch ein paar Sachen feststellen in den letzten Jahren. Zum einen dient Geschlecht, Juliane Lang hat das, glaube ich, auch selbst mal als Scharnierfunktion bezeichnet, wo unterschiedliche Spektren zusammenkommen und sich unter Geschlechterpolitiken verbinden und unterschiedliche Themenfelder aber auch verbinden. Und das finde ich relativ wichtig. Esther Kovac und Kolleginnen haben das Symbolic Glue genannt, wo eben nochmal eine Verbindung hergestellt wird, eben auch mit einer ökonomischen Dimension. Also dass beispielsweise ein neoliberaler Umbau oder ein Abbau von Sozialstaat oder eine zunehmende Prekarisierung oder auch ein Demokratiedefizit in der EU verbunden wird mit einer vermeintlichen Genderideologie oder mit dem Genderismus. Und das zeigt sich unter anderem, finde ich, in Begrifflichkeiten wie Homo-Lobby, wo irgendwie schon begrifflich eine ökonomische Dimension auch drin ist oder Anleihen bestehen, dass eben damit nicht Menschen assoziiert werden, die am Rande ihrer Existenz sind oder ohne soziale Absicherung, sondern vermeintlich reiche Menschen. Oder auch, was wir momentan sehen mit den ganzen Debatten um die Istanbul-Konvention, dass die als oktroyiert wahrgenommen wird. Und ich glaube, wurden zwei Themenfelder eigentlich verbunden, die eigentlich vielleicht nichts miteinander zu tun haben. Es erinnert vielleicht auch an Nancy Fraser und diese Vorstellung, dass eben Feminismus und Neoliberalismus auch Hand in Hand gehen können. Genau. Und ich würde sagen, das macht sich die extreme Rechte auch zunutze und wendet es eben gegen Geschlechterpolitiken. Dann würde ich aber auch noch sagen, Geschlechterpolitiken sind, in den letzten Jahren einerseits erfolgreich und andererseits auch gibt es auch Teile in den Geschlechterpolitiken, die eben weniger erfolgreich waren. Und beides weiß sich die extreme Rechte zunutze zu machen. Also die Erfolge, würde ich sagen, zielen vor allem auf so einen liberalen Feminismus ab, also beispielsweise die Frauenquote in Aufsichtsräten oder eine Eintragung von einem dritten Geschlecht im Personenstandsregister oder dem Divers-Eintrag im Personenstandsregister. Und dann schließt es sehr gut an so postfeministische Vorstellungen an, dass jetzt aber auch mal genug sei. Also dass jetzt genug erreicht sei und es eine Angst, Rebecca Blum hat das als Angst um die Vormachtstellung auch bezeichnet, das fand ich eigentlich sehr treffend. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, gibt es auch weniger gesamtgesellschaftliche Erfolge, was Geschlechterpolitiken angeht. Das bezieht sich dann vor allem auf vielleicht einen materialistischen Feminismus oder wenn wir uns angucken, was auf Seiten, also wie Reproduktionsarbeit oder unbezahlte Haus- und Care-Arbeit, wie die eben nicht
wie die weiterhin unbezahlt und gesellschaftlich nicht beachtet wird. Und ich fand da ganz spannend, die Junge Alternative hat vor ein paar Jahren mal so eine Kampagne gemacht in Reaktion auf die Jusos mit den Schildern. Also die Jusos haben die Schilder gemacht, ich bin Feministin, weil. Und die Junge Alternative hat dann gesagt, ich bin keine Feministin, weil. Und da gibt es so ein Plakat, was ich sehr griffig fand, wo eine junge Frau eben ein Schild vor der sich vorhält und sagt, ich bin keine Feministin, weil Hausfrau sein auch ein Beruf ist. Wo ich sagen würde, genau das hat ja eigentlich eine Lohn für Hausarbeit-Kampagne oder hat ein materialistischer Feminismus eigentlich immer gefordert, dass es eine Anerkennung von Haus- und Reproduktionsarbeit gibt. Und das hat nicht funktioniert. Also das ist gesamtgesellschaftlich nicht etabliert, was wir ja auch gerade während der Corona-Pandemie sehen. Und ich würde sagen, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo, wo es vielleicht auch weniger geschlechterpolitische Erfolge gab und die sich zunutze gemacht werden. Vielleicht zu weit erst, ne? Ich weiß nicht. Juliane? Ich kann da ergänzen, ihr seid ja beide darauf eingegangen, dass Geschlecht sowohl auf einer ideologischen Ebene als auch auf einer strategischen Ebene für neue rechte Gruppierungen der vergangenen Jahre, und wir haben es ja tatsächlich mit Neugründungen von Gruppierungen, die wir so vor 15 Jahren noch nicht kannten, zumindest im deutschen Kontext, zu tun. Auf einer ideologischen Ebene, du hast es schon angerissen, spielt Geschlecht eben für völkische Ordnungsvorstellungen eine ganz klare Rolle über den Ort der Familie als kleinste Ordnungseinheit innerhalb von völkischen Ordnungsvorstellungen. Bei der klassischen Extremrechten war es ganz klar die Volksgemeinschaft. Da hat sich was verschoben in neuen rechten Gruppierungen. Trotzdem bleibt die Familie Kern der Geschlechterordnung innerhalb von rechten Gruppierungen. Und somit ist es tatsächlich auch auffällig, dass in der AfD viel weniger ganz offen gegen Gender gehetzt wird, sondern viel eher die Familie als das Heilige, als das Unhinterfragbare in den Mittelpunkt gerückt wird. Und gleichzeitig, wenn wir uns eben auf der strategischen Ebene anschauen, wer repräsentiert eigentlich all jene neuen rechten Gruppierungen, sind wir ganz häufig erstmal auf so einer, oder haben wir jetzt häufig mit einer Irritation zu tun, oder sind auf einmal queere Menschen, die als Fürsprecherin, die auch als Vertreterin von neuen rechten Gruppierungen auftreten, oder es ist einfach eine Vielzahl von Frauen, die auf eine neue Art und Weise sichtbar wird in diesen neuen rechten Gruppierungen. Das heißt nicht, dass Frauen nicht auch schon vorher aktiv in rechten Gruppierungen der Bundesrepublik gewesen sind, aber sie tun das heute nochmal mit einer anderen Sichtbarkeit. Und es ist eben genau kein Widerspruch, als queere Person trotzdem rassistisch zu hetzen gegen ein Mehr an Zuwanderung, sondern Birgit Rommelsbacher hat das in den 1990er Jahren mit dem Konzept der Dominanzkultur beschrieben, diese eigene Aufwertung qua der Abwertung von anderen. Und das steht natürlich immer im Zusammenhang, und da komme ich eben auch zurück zu dir, Lilly, mit gesellschaftlichen Verhältnissen, mit auch Ausgrenzungs- und Abwertungserfahrungen, die Frauen und Queers in gesellschaftlichen Kontexten jenseits der extremen Rechten machen. Ich habe noch zwei, drei andere Fragen. Ich habe gerade, Juliane, du hattest ja auch noch ein bisschen einen Kommentar zu dem Buch vorbereitet. Möchtest du den, sollen wir den jetzt dazwischen schieben oder wollen wir zuerst nochmal die Rückfrage machen? Ich war jetzt davon ausgegangen, dass ich zunächst kommentiere. Ja. Wir können das allerdings auch drehen. Nee, ich fände es eigentlich gut, deinen Kommentar jetzt zu machen und dann noch weiter in die Diskussion zu vertiefen. Ich glaube, wir haben einiges gerade nämlich schon angesprochen. Das hat den Vorteil, dass ich mich kürzer halten kann. Denn ich freue mich tatsächlich, heute dabei zu sein und in aller Kürze das Buch zu kommentieren. Das freut mich besonders, weil ich das Buch, so wie Sarah es schon angesprochen hat, für einen tatsächlich gelungenes Beispiel dafür halte, ein Buch, das den Spagat zwischen so einer wissenschaftlichen Präzision in der Analyse und einer allgemein lesbaren Darlegung der Ergebnisse schafft. Und ich glaube, eine andere Stärke des Buches ist es tatsächlich, dass es auf die Argumentationsmuster von konservativen und extrem rechten Akteuren blickt und das nicht in erster Linie, um diese zu widerlegen, wie es ganz viele Publikationen aus den letzten Jahren getan haben, die im Zuge von Argumentationstrainings, wie gehe ich um mit rechten Parolen, den Fokus gelegt haben,
sondern das Buch benennt die gesellschaftspolitischen Effekte, wie du sagst, argumentativer Strategien und Muster und eben die darin fußenden diskursiven Verschiebungen, mit denen wir es gesamtgesellschaftlich zu tun haben. Ich glaube, das macht total Sinn. Ich finde es nachvollziehbar, dass ich eben in der Bibliothek des Konservatismus nicht Tante Helga und Opa Heinz treffen, die mit ihren rassistischen Parolen den sonntäglichen Kaffee gegebenenfalls vergiften, sondern wir haben es eben mit einem Kreis neurechter Denker und Denkerinnen zu tun, die mehr im Sinn haben, als Familienfeier oder andere Zusammenkünfte zu stören. Es ist eine weitere Stärke des Buches, so ist hervorzuheben, wie es auch Eike Sanders im Vorwort tut, dass du eben nicht nur auf Götz Kubitschek und Dieter Stein als die Herren in der ersten Reihe schaust, sondern dass du eben auf jene in der zweiten und dritten Reihe und auch auf die Rednerinnen im Buch schaust. Ein zweiter Punkt, den ich hervorheben will, ist der Fakt, dass ich es für ein gelungenes Beispiel halte einer positionierten Wissenschaft. Wissenschaft braucht gerade heute Methode, aber Wissenschaft braucht auch Haltung. Und gerade in Zeiten, wo Wissenschaft von der extremen Rechten zum Politikum gemacht wird, wo die Frage gestellt wird, was ist Wissenschaft, wer ist Wissenschaft, wer darf überhaupt Wissenschaft? Ich erinnere hier an die Anfeindungen gegen die Geschlechterstudien, aber auch gegen die Rassismusforschung, gegen die Klimaforschung. Gerade in den Zeiten finde ich es umso wichtiger, hier Haltung zu zeigen. Ich halte hier relativ wenig von einer falsch verstandenen politischen Neutralität, wie wir es aus der politischen Bildung häufig kennen. Genauso wenig halte ich etwas von einem Rekurs auf die vermeintliche Objektivität von Wissenschaft, wo gerade die Geschlechterforschung hervorgehoben hat, wie diese Objektivität eben nie ganz objektiv ist. Ich finde, das vorliegende Buch macht nochmal deutlich, dass es eine wissenschaftsfundierte Analyse mit politischer Haltung braucht. Und das führt mich zum dritten Punkt, und da komme ich in Teilen schon auf das zurück, was wir gerade andiskutiert haben. Denn ich finde, was das Buch auslässt oder vielleicht was es für unsere Diskussion heute offen lässt, ist die Frage der Wirksamkeit der empirisch messbaren Effekte von jenen Diskursverschiebungen, die das Buch beschreibt. Und der Blick darauf muss eben zwingend auch in Richtung der gesellschaftlichen Bedingungen gehen, der ökonomischen Bedingungen gehen, die jene von rechts gepushten diskursiven Verschiebungen überhaupt erst ermöglichen. Wo verfangen also rechte Diskurse? Und ich spreche hier eben nicht von den Individuen, die, wie man so schön sagt, den Rechten auf dem Leim gehen, sondern ich spreche von den gesellschaftlichen, von den sozialen, von den ökonomischen Bedingungen, die dies überhaupt erst ermöglichen. Und da komme ich auf ein Beispiel aus dem Buch. Alexander Grau, Kolumnist des Magazins Cicero, wo man sagen muss, dass es tatsächlich der Cicero war, wo die mit Bettina Röhl 2005 der erste medial größer angelegte Angriff auf Gender als Feindbild publiziert wurde. Alexander Grau ist außerdem Redner in der Bibliothek des Konservatismus und spricht in einem Zitat aus dem Buch davon, ich zitiere, er spricht von einer staatlich sanktionierten Individualemanzipation, exemplarisch zu studieren am offiziellen Staatsfeminismus. Zitat Ende. Es ist offenkundig, und das argumentierst du auch im Buch, dass es keinen Staatsfeminismus gibt, dass ein in irgendeiner Art und Weise ideologischer Zwang zur Emanzipation vielmehr Wunsch oder vielleicht auch Albtraum von Konservativen und extremen Rechten ist. Aber, und da kommen wir auf den Punkt, den du gerade schon angesprochen hast, mit den Gleichstellungspolitiken unter neoliberalen Vorzeichen. Es ist eben auch nicht von der Hand zu weisen, dass dies Effekte zeichnet. Eine Frau als Kanzlerin ist zwar eine, wie im Buch ausgeführt, willkommene Projektionsfläche eben auch von frauenfeindlichen Ressentiments, aber de facto ändert sie wenig an den anhaltenden Geschlechterungleichheiten in Deutschland. Der Care Gap, die ungleiche Bezahlung, Gewalt gegen Frauen, um nur drei Beispiele zu nennen. Und ebenso wenig ändert die Ehe für alle etwas an den prekären rechtlichen Absicherungen von queeren Mehrelternfamilien oder von alleinerziehenden Frauen. Und somit ist diese Individualemanzipation, verzeiht, wenn ich hier den Begriff von Grau übernehme, welche die gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen des Fortführens, wie du es nennst, oder immerwährenden Herstellens von Ungleichverhältnissen nicht in den Blick nimmt, eben eine, die in den bestehenden Verhältnissen verbleibt. Ob sie damit auch den Rechten in die Hände spielt,
das wird in Debatten um Identitäts- versus Klassenpolitik mitunter leidenschaftlich diskutiert, mitunter offen, rechtsoffen, wie wir in den letzten Tagen in den Debatten um das Buch von Sarah Wagenknecht erneut verfolgen durften. Differenzierter hingegen, und die hast du auch schon genannt, haben das Nancy Fraeser oder im deutschen Kontext Gundula Ludwig diskutiert. Ich möchte damit überhaupt gar nicht an so etwas wie einen Wahrheitskern rechter Debatten heran, denn diese sind, wie im Buch ausgeführt, Teil von Metastrategien der konservativen und extremen Rechten. Dennoch möchte ich hier ins Gedächtnis rufen, dass extrem rechte Positionen eben nicht im luftleeren Raum entstehen und wir, um langfristig für eine gerechtere Gesellschaft einzustehen, auf die rechten Diskurse ebenso blicken müssen wie auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen diese entstehen. Soweit von meiner Seite. Ich freue mich, wenn wir die Diskussion jetzt weiterführen können. Ganz herzlichen Dank, Jule. Entschuldige mich im Nachhinein, dass ich direkt mit einer Frage vorgeprescht bin, ohne dir den Raum zu geben für diesen super präzisen Kommentar, der auch wieder ganz viel Diskussionsfutter gibt. Lili, möchtest du vielleicht erstmal noch darauf reagieren? Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielleicht würde ich den letzten Punkt nochmal auf, oder ich weiß gar nicht, ob es ein letzter Punkt war, aber gerade diese Frage von, wie das nochmal stark debattiert wird im Zuge von vermeintlichen Identitätspolitiken. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass es mir nicht darum geht zu sagen, irgendwie die Linke, wer auch immer das dann ist, sei jetzt schuld am Erstarken der Rechten. Das ist, glaube ich, das ist analytisch nicht haltbar und ich glaube, das ist auch ja, einfach sehr vereinfacht. Worum es mir eher geht, ist genau hinzuschauen und zu gucken, du hast, glaube ich, gerade das Bild genommen, wo verfängt sich das und wo gibt es Anschlussmöglichkeiten und aber auch nochmal in eine Selbstreflexion zu gehen, also auch gerade aus der Wissenschaft von, was wird da vielleicht auch vernachlässigt in wissenschaftlichen Diskursen und das finde ich eigentlich total produktiv. Da einfach genauer hinzuschauen, ohne eben diese vielen Thesen von Identity Politics sind das Problem zu bestätigen und trotzdem differenziert sich das anzuschauen. Das finde ich einen total guten Punkt. Vielleicht soweit erstmal. Ich würde nochmal, wenn es in Ordnung ist, also sei denn, Jule, möchtest du darauf wiederum nochmal reagieren? Okay, dann stelle ich noch eine andere Frage, die ganz gut anschließt an das, was wir vorab schon so angefangen haben zu diskutieren, ne? Die Bedeutung von Geschlecht für die Formierung, ideologisch-strategische Formierung der neuen Rechten. Mich würde interessieren, wie sozusagen, du hast ja diese Vielzahl von Veranstaltungen angeguckt und auch, die sind auch hinten gelistet. Im Buch gibt es tatsächlich eine ganze Auflistung dieses ganzen Materials, was du auch dir angeschaut hast. Wie geht denn konkret, weil es auch um Merkel ging, also sozusagen konkrete Personen, wie geht denn die BDK, die Bibliothek des Konservatismus, mit der Inszenierung von Frauen um oder welche Rolle spielt die Inszenierung von Frauen innerhalb ihrer Diskursstrategien, also sozusagen, genau, also wie ist da der konkrete Umgang mit? Ja, danke. Also zunächst muss ich sagen, ich habe das nicht systematisch analysiert. Also ich habe mein geschlechterkritischer Blick war eher bezogen auf Inhalte, bezogen auf eine Performance vielleicht, aber ich habe mir jetzt nicht dezidiert die rechten Rednerinnen angeguckt. Und gleichzeitig, genau, ich finde, das ist ja immer so ein bisschen so ein Dilemma. Also einerseits würde ich sagen, werden rechte Frauen total unterschätzt, also in ihrer Wirkmächtigkeit und da würde ich sagen, das ist aufgrund von einem Sexismus in der Gesamtgesellschaft und da haben also gerade Arbeiten vom Forschungsnetzwerk oder auch Julia Haas hat jetzt letztes Jahr nochmal sich identitäre Bewegungen oder die Aktivistin in der identitären Bewegung angeschaut. Ich glaube, das ist total zentral, sich da genauer den Blick zu schärfen und auch irgendwie auf dem Radar zu haben, dass es rechte Frauen gibt und zwar auch und auch immer schon gab. Auf der anderen Seite sind sie, das sieht man auch ganz gut in dieser Übersichtstabelle, in der BDK tatsächlich quantitativ viel weniger präsent. Also viel mehr männliche Redner sprechen dort. Und das ist, würde ich sagen, ein sehr stark männlicher geprägter Ort.
Thematisch kann man aber trotzdem noch mal schauen, und zwar kommen Frauen vor allem vor, wenn es um die Themen Familie, Lebensschutz, in Anführungsstrichen etc. geht. Und da legitimieren sie sich selbst eigentlich auch immer als ich spreche als Frau oder ich spreche als Mutter oder werden so auch angekündigt, XY als Mutter von 5 Kindern. So, das gibt ihnen Legitimität. Gleichzeitig gibt es aber auch einige Vorträge im Bereich von wirtschaftlichen oder ökonomischen Fragen, gerade von Libertären, die von Frauen gehalten werden, von Unternehmerinnen. Und da finde ich die Performance auch total spannend, weil die sehr beispielsweise im pinken oder lila Blazer vortragen und sehr feminine Darstellungen haben und gleichzeitig knallhart über Ökonomie reden und antisemitische Projektionen schüren und so weiter. Wo man aber auch nochmal fragen könnte, warum ist das vielleicht auch ein Ort, wo das Platz hat, wo das vielleicht in der Gesamtgesellschaft nicht so viel Platz hat. Also es ist nur eine These erst. Ne? Wie gesagt, ich habe das nicht systematisch analysiert, aber ich fand es auffällig und gerade in Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung nochmal interessant, sich das genauer anzusehen. Was meinst du, ganz kurz Rückfrage, wo das Platz hat? Ein Ort, wo das gesellschaftlich Platz hat? Ach so, wo, naja, ich glaube, gesamtgesellschaftlich kenne ich nicht so viele Unternehmerinnen, die in einer sehr femininen Darstellung knallhart über Ökonomie reden. Und da würde ich sagen, da gibt es, da passiert was oder da ist es vielleicht auch eine Möglichkeit für rechte Frauen, sich zu inszenieren. Aber wie gesagt, das ist eine These, wir können das diskutieren. Was würdest du denn aus deiner fachlichen Expertise nochmal sagen, Juliane, über diese Frage der Inszenierung von Frauen im Kontext der Extremrechten? Da kann ich tatsächlich ganz gut anschließen, weil wir schauen uns ja im Forschungsprojekt an der Universität Gießen gerade die Inszenierung der Protagonistinnen an. Und dort finden wir sowohl eine extrem feminine Inszenierung als auch eine, die tatsächlich gar keinen Kurs mehr nimmt darauf. Was ich aus der feministischen Rechtsextremismusforschung, die sich seit den 1990er Jahren gezielt mit rechten Frauen beschäftigt, sagen kann, ist, dass tatsächlich diese Orte, die du nennst, eine große Rolle spielen. Für die klassische extreme Rechte gab es immer Orte, an denen mehr Frauen teilgenommen haben, Aufmärsche, an denen mehr Frauen teilgenommen haben. Das waren in der Regel Aufmärsche, die sich eher mit sozialpolitischen Themen, familienpolitischen Themen, wie du sie gerade benennst, beschäftigt haben. Immer da, wo es militanter wurde, immer dort, wo gewalttätigere, damals zum Beispiel die autonomen Nationalisten aufmarschiert sind, dort hatten wir einen sehr viel geringeren Frauenanteil. So oder so war der Frauenanteil in der organisierten extremen Rechten bei dem, was wir gesehen haben, nie bei 50%. Das haben wir auch in extrem rechten Parteien nicht. Aber da muss dazu gesagt werden, es gibt auch die großen demokratischen Parteien verfügen in den wenigsten Fällen über einen Frauenanteil von 50%. Frauen sind an anderen Orten aktiv, auch rechte Frauen sind an anderen Orten aktiv. Und deswegen glaube ich, mit der Verlagerung von rechten Parolen, gerade in den vorpolitischen Raum, wie wir es gerade in den letzten 10 Jahren beobachten konnten, mit den rassistischen Mobilisierungen, ich erinnere an Pegida und die diversen Gidas in der Republik, da haben wir sehr viel mehr Frauen eben wieder gesehen. Wenn wir uns im Forschungsprojekt gerade die Protagonistinnen extrem rechter Organisationen anschauen, dann fällt auf, dass sie sowohl explizit feminin ihre Weiblichkeit betonend auftreten, als auch das komplett ausblenden. Und dass es tatsächlich ein bewusster, strategischer Umgang ist mit der Thematisierung der eigenen Weiblichkeit. Wir haben jene Protagonistin, die hochschwanger in den Landesparlamenten oder im Bundesparlament sprechen. Wir haben jene Protagonistin, die explizit auf ihre Erfahrungen als Mutter von vielen Kindern verweisen, wenn sie politische Inhalte vortragen. Wir haben aber auch jene Frauen, die nie erwähnen, ich als Frau sehe das so. Und die vielmehr die Erfahrung machen, dass sie von Reportern, von Reporterinnen darauf angesprochen werden, sie als Frau, wie sehen sie das denn? Ich finde es immer wieder bezeichnend, dass gerade rechte Frauen sehr viel häufiger auf ihre Weiblichkeit angesprochen werden, gerade auch medial, als es bei rechten Männern der Fall ist. Das ist wieder das Besondere und das Allgemeine, was sich dort durchschlägt.
Dieser strategische Umgang mit dem eigenen Geschlecht hat meiner Meinung nach aber auch noch einen anderen Hintergrund. Denn wir haben Protagonistinnen, die über hochvergeschlechtlichte Themen sprechen, die es allerdings nicht aus ihrer eigenen Position heraus begründen. Weil so eine These so ein Stück weit dahinter steckt, dass Feministinnen, die sich selber als Frauen sichtbar machen, eben immer die Rolle der Betroffenen, die Rolle des Opfers zugeschrieben bekommen. In dem Moment, wo sie ihr eigenes Geschlecht nicht sichtbar machen, inszenieren sie sich so ein Stück weit staatsmännisch und bekommen eine andere Kompetenz für die Felder zugeschrieben, als sie all jenen ja auch selber andichten, die sich eben explizit als feministisch Bewegte, als Frauen sichtbar machen. Das finde ich tatsächlich an dem Punkt eine ganz interessante Beobachtung. Danke, das finde ich total interessant und einleuchtend. Nochmal zurück, also zur BDK oder zu der Verbindung. Du hast ja auch nochmal eine Liste von Preisträgerinnen oder PreisträgerInnen angehängt, Lilly. Und da sind ja auch einige Frauen tatsächlich, die einen Preis von der BDK erhalten haben. Also es scheint ja schon so zu sein, dass eben in dieser ambivalenten Art, auch wie Juliane, wie du das gerade geschildert hast, tatsächlich auch Frauen wichtig sind als sozusagen Frontfrauen oder als Gewehrsfrauen, die eben für etwas Bestimmtes stehen. Und also auch wenn sozusagen der Großteil der Veranstaltungen nicht mit Frauen bestückt ist, ist es dann bei den Preisträgerinnen, sticht es fast ins Auge. Ja, dem würde ich total zustimmen. Das finde ich schon auch bedeutsam. Ich hätte vielleicht noch mal einen Punkt zu, wir haben das eben jetzt immer nur so am Rande geschnitten, aber ist dieses ganze Thema um häusliche Gewalt und da ja auch, ne, also gerade nach der Kölner Silvesternacht 2015, 2016, diese extrem rechte Mobilisierung eben auch von vielen rechten Frauen. Und ich finde, ich wollte das als Themenfeld noch mal erwähnen, weil genau, und ich glaube, da war die Analyse dann auch ganz oft, ja, das sind ja nur ein paar Frauen und die stellen sie jetzt extra in die ersten Reihen, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen komplexer. Und also da fand ich auch die Analyse vom AutorInnen-Kollektiv Feministische Interventionen zu Frauenrechten und Frauenhass und Frauenrechte, glaube ich, total hilfreich, eben nochmal zu gucken, ist es wirklich so einfach, werden jetzt Frauen in die erste Reihe gestellt oder haben Frauen vielleicht auch grundsätzlich, gibt es plötzlich eine Aufmerksamkeit für sexualisierte Gewalt und gibt es deswegen vielleicht auch von rechten Frauen ein total großes Interesse, natürlich rassistisch aufgeladen, gar keine Frage, und trotzdem würde ich sagen, es greift zu kurz, einfach nur zu sagen, das ist jetzt das Themenfeld und die werden jetzt strategisch sozusagen eingesetzt. Und ich finde, das zeigt auch nochmal vielleicht einen gesamtgesellschaftlichen Antifeminismus oder auch ein gesamtgesellschaftliches praktisch nicht wahrnehmen von dem Problem von sexualisierter Gewalt. Ja, das finde ich auch plausibel und auch da wäre sicherlich spannend, weiter zu diskutieren, ne? Also in welchen Momenten, wo wird eigentlich findet eine Politisierung, auf welche Weise sexualisierter Gewalt statt und was hat das, in welchem Zusammenhang steht das zu diesen Mobilisierungsfragen? Einen dritten Punkt würde ich gerne noch ansprechen, bevor ich auf die wirklich zu spannenden Fragen im Chat gerne eingehen möchte. Juliane hatte das auch in ihrem Kommentar hervorgehoben, nochmal dein Buch als Beispiel einer positionierten Wissenschaft in dieser ganzen Auseinandersetzung. Ich glaube, ihr beide würdet wahrscheinlich die These teilen, dass eine bestimmte Vorstellung von Objektivität unseren Blick auf und die Auseinandersetzung mit der extremen Rechten prägt, gesellschaftlich. Ist das richtig? Und was ist der Alternativvorschlag? Soll ich mal anfangen, oder? Du machst dazu ja wunderbar auch stark im Buch, deswegen fang du gerne an. Ja, es ist immer wieder neu mit diesen Online-Formaten, dass man sich nicht Blicke zuwerfen kann. Genau, also mein Punkt war so ein bisschen mit dieser Kritik an Objektivität, dass ich glaube, viele Analysen
sagen, dass, also greifen sich rechte Argumentationsstrukturen raus und sagen, das ist objektiv falsch und das ist objektiv nicht die richtige Wahrheit. Und ich glaube, das ist wichtig, um strategische Momente zu entlarven. Also beispielsweise auch, wenn Rednerinnen in der WDK, sie haben eben dieses Bild von dem Gebäude mal kurz gesehen in der Präsentation, wenn die dann von den heiligen Hallen sprechen. Und das ist klar, es ist keine heilige Halle, es ist ein modernes Geschäftshaus und es ist relativ klein. Dann finde ich das schon auch wichtig zu benennen. Gleichzeitig würde ich sagen, es verkennt und eigentlich alles, was auch eine Geschlechterforschung, gerade eine intersektionale Geschlechterforschung, sehr stark geprägt hat oder sehr stark immer wieder angebracht hat, nämlich die Eingebundenheit von Wissen und die Eingebundenheit von Wissen in den Kontext und in Machtverhältnisse. Und da würde ich sagen, es funktioniert oder es ist wenig hilfreich, einfach nur zu sagen, das stimmt objektiv nicht und wir haben jetzt die einzige Wahrheit, sondern eher nochmal zu gucken, wie entsteht dieses Wissen und was sind das für rechte Wissensbestände meinetwegen, und muss nicht eine Gegenrede auch komplexer sein, als einfach nur zu sagen, hier ist jetzt die Wahrheit. Zusätzlich kommt das, glaube ich, auch, also darüber reden wir ja auch seit ein paar Jahren, was passiert da eigentlich affektiv, und ich glaube, das hilft dann argumentativ überhaupt nicht zu sagen, das stimmt nicht. Also wir sehen das gerade, ich meine, wie viele Studien gibt es, dass es Corona gibt und dass es dieses Virus gibt, und trotzdem sind heute wie viele 10.000, 20.000 Leute wieder in Berlin auf der Straße gewesen, um zu sagen, nee, das gibt's nicht. Und ich glaube, da müssen wir nochmal über andere Wege auch gehen oder andere Argumentationen finden, die eben auch eine affektive Mobilisierung, auf eine affektive Mobilisierung anspielen. Und zusätzlich, vielleicht noch das als letzten Punkt, finde ich, beinhaltet das auch oft so eine Überheblichkeit, also gerade aus der Wissenschaft zu sagen, ach, ihr habt doch keine Ahnung, ihr seid doch alle blöd, hier, das ist jetzt das Argument. Und da würde ich sagen, das greift auch zu kurz und das verkennt auch, dass es auch eine sich selbst als intellektuell bezeichnende Rechte gibt. Ja, wir bewegen uns ja da eigentlich genau in den Raum, von dem ich in meinem Kommentar gesagt habe, dass du ihn eigentlich nicht anschneidest. Also die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich mit diesen Diskursen? Und ich finde die total wichtig. Und ich kann sagen, als Trainerin in der politischen Bildungsarbeit bringt es mir in einem Seminar relativ wenig, neue Zahlen zu vermitteln. Ich kann den falschen Zahlen andere Zahlen entgegensetzen. Es gibt mittlerweile gute Rechercheprojekte, gute journalistische Projekte, die den sogenannten Fake News, andere Nachrichten, andere Zahlen entgegensetzen. Aber wie du sagst, das verfängt noch nicht in den Dynamiken. Ich brauche sowohl als die Person, die dem etwas entgegensetzen will, mehr als einfach nur andere Zahlen, andere Fakten, als auch die Person, die sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Und ich finde es wichtig, was du gerade ansprichst, die sogenannte intellektuelle Rechte. Ich beobachte tatsächlich auch in Teilen der Wissenschaft natürlich so eine Faszination an diesem Forschungsgegenstand und nicht nur in der Wissenschaft, auch in der gesellschaftlichen Debatte. Die Frage danach, nach dem Authentischen in der Rede über die richtigen Rechten, über die besonders radikalen Rechten, über die besonders intellektuellen Rechten. Und diese Faszination führt manchmal dazu, dass es so ein Verlangen gibt, sich mit den Argumenten des politischen Gegners zu messen und das regelrecht zu so einem Wettbewerb wird. Und ich glaube, und das machst du stark in deinem Buch, dass es darum geht, aus so einem Kräftemessen auszusteigen, wenn ich tatsächlich in die Dynamiken einsteigen möchte oder die Dynamiken durchblicke, weil ansonsten hat es tatsächlich auch etwas von so einem männlichen Duell des besseren Arguments. Finde ich einen sehr starken Punkt nochmal, das auch auf dieses männliche Duellieren zurückzuführen in deinem Buch. Ja, und tatsächlich aber auch genau diese liberale Idee, das bessere Argument gewinnt am Ende oder so. Und das sozusagen verkennt ja die ganzen politischen Dynamiken, die dahinter stecken und auch die ganzen zum Beispiel affektiven Dimensionen, die ihr jetzt ja beide berührt habt und unterstrichen habt. Ich habe weitere Fragen, aber das Publikum hat auch ganz viele Fragen. Deshalb würde ich meine erstmal zurückstellen und erstmal das Publikum sprechen lassen. Und
Es gibt einen Hinweis noch, sozusagen einen kleinen Kommentar aus dem Publikum zur Finanzierung der BDK, wo steht, wichtig zu erwähnen, ist die Finanzierung der BDK durch Pokard Edler mit 3,2 Millionen Euro. Edler macht auch die Start-up-Finanzierung der AfD unter Lucke. Wollt ihr das noch ergänzen? Das war ein noch Hinweis. Also Lilly, willst du noch was sagen zur Finanzierung? Oder? Nee, danke für die Ergänzung auf jeden Fall aus dem Publikum. Ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, dass das zum Beispiel auch eine journalistische Recherchen waren und dass das eben auch also viel auch gefragt wurde, wem gehört eigentlich dieses Haus, und da klar ist, das gehört denen oder das wurde denen übertragen, der Stiftung, und die haben mitunter auch Mieteinnahmen oder so. Also das ist ja auch immer eine Frage von, wie gehen wir mit rechten Orten um, und über die Vermieter kann man da vermutlich nicht viel erreichen im Spezifischen jetzt der BDK. Aber danke für die Ergänzung aus dem Publikum. Ich habe noch eine ganz konkrete Frage auch zum BDK. Ist die BDK offen für alle BesucherInnen? Wie ist das? Wer hat da Zugang? Konntest du dich dort aufhalten, ungehindert und so weiter? Nein, also sie ist insofern zu, also es ist nicht wie andere Bibliotheken, wo Menschen einfach reinlaufen, sondern man braucht einen Benutzerausweis oder auch muss sich mit Personalausweis identifizieren. Momentan ist es eine Ausleihbibliothek, eben aufgrund der Corona-Pandemie. Genau, also es ist nicht ganz so offen, aber nach einer Registrierung kann man auch die Räume nutzen und Bücher sich dort ausleihen. Oder es gibt eben auch, bei den Veranstaltungen ist es manchmal ein bisschen anders, da gibt es manchmal eine weniger strikte Türpolitik. Noch eine weitere sehr konkrete Frage, die ihr vielleicht auch beide beantworten könnt. Eine Person, die offensichtlich ein Zuhörer der oder Zuhörerin, die in der psychoanalytischen Bibliothek Teil des Vereins ist, hat geschrieben von einer anderen Person, Kai Hammermeister, die auch in dem Buch offensichtlich auftaucht, richtig? Und sich sozusagen Teil dieser Bibliothek, der psychoanalytischen Bibliothek werden wollte. Und die Frage, die dahinter verbirgt, würdet ihr sagen, dass es eine zu den Strategien dieser Rechten gehört, andere Orte zu infiltrieren, ohne sich klar zu erkennen zu geben? Also genau, ich stelle einfach gerade ein paar sehr konkrete Fragen, um dann nochmal die größeren thematischen zu stellen. Ja, also würde ich sagen, das ist eine konkrete Strategie. Zu Kai Hammermeister kann ich tatsächlich zu wenig sagen. Da gibt es bestimmt auch viele noch im Publikum, die da mehr zu wissen. Aber ja, also das meinte ich auch eben mit diesen Normalisierungsstrategien oder dieser Versuch, das machen sie auch, das sagen sie auch öffentlich, sich universitär anzubinden und eben durch Vokabular wie Semester und Seminare und Jungakademiker etc. Dort auch sozusagen eine Akademie auch aufzubauen. Ja, vielleicht soweit erstmal. Ich weiß nicht, Juliane? Ich finde den Hinweis wichtig, gerade um sich nochmal als Akademie selber darüber bewusst zu werden, dass wir als Akademie, als Wissenschaft auf jeden Fall auch Ziel sind von rechten, ja, Funktionalisierung würde ich es eher nennen. Denn ganz allgemein, dass die extreme Rechte versucht, vor politische Räume, Bürgerinitiativen, Vereine mit zu beeinflussen, Diskussionsverläufe dort mit zu beeinflussen, das haben wir schon länger als eine Strategie. Und dass sich Wissenschaft aber tatsächlich auch als einer dieser Orte begreift, an dem die extreme Rechte versucht, Einfluss zu finden, finde ich einen ganz wichtigen Punkt für die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Sind wir eigentlich lediglich objektiv Forschende, Beobachtende, oder sind wir de facto auch Teil von den gesellschaftlichen Dynamiken, die wir feingliedrig beschreiben können? Es gibt jetzt noch eine andere Frage, die eine spannende auch ist, glaube ich auch für euch beide nochmal. Also es gibt eine Frage nach der Grenze bzw. Bestimmung von Konservatismus und extremer Rechter. Du hattest ja auch einen Titel, Lilly, extrem rechter Think Tank in Klammern. Genau, und diese sozusagen These auch im Buch ist ja, also es gibt offensichtlich mehrere TeilnehmerInnen, die auch das Buch schon gelesen haben, was toll ist. Dass eine These des Buches eben ist, dass diese Grenzen eigentlich so gar nicht klar bestimmbar sind. Und die Frage an dich als Autorin, aber die, ich würde auch, Juliane, deine Perspektive darauf auch nochmal interessant finden oder dich bitten dazu, was zu sagen. In Bezug auf Geschlecht, wie kann man diese Frage der Grenze nochmal in Bezug auf Geschlechterpolitiken
diskutieren oder bestimmen. Also das Verwischen dieser Grenzen, konservativer Kritik, rechtsextreme Hetze, das Unterminieren von Demokratie steht hier noch. Und ich habe zwei Anschlussfragen daran, aber vielleicht als erstes mal die. Ja, ich hatte das eben, glaube ich, so kurz in der Präsentation mal erwähnt, dass Geschlecht in der extremen Rechten ja auch unterschiedlich konzipiert wird. Ne? Das ist also sehr verbreitet, ist eine sehr biologistische Vorstellung von, es gibt nur zwei Geschlechter und alles, was davon abweicht, ist irgendwie moderne Dekadenz oder was auch immer. Und eine sehr transfeindliche Perspektive da drin. Genau, ich vielleicht noch mal kurz dieses extrem Recht oder extrem in Klammern rechts war mein Versuch, diesen Ort zu fassen und eben diese Grenzverschiebung dort sichtbar zu machen. Und ähnlich gestaltet sich das, glaube ich, auch in Bezug auf Geschlecht, dass es einerseits sehr konservativ-reaktionäre Vorstellungen gibt, was Frauen zu tun haben und was die Rollen sind, eben sich um Kinder zu kümmern und bitte nicht in der Politik zu sein, aber gleichzeitig wir kennen alle Alice Weidel, oder also die unter anderem auch in der BDK spricht, als eine sehr bekannte Politikerin. Und ich würde sagen, mir fällt es ein bisschen schwer, das jetzt insgesamt für diese BDK zu sagen. Und deshalb arbeite ich halt mit diesem Begriff der extremen Klammern rechts, um eben diese Verschiebung deutlich zu machen. Und ich glaube, das können wir aber auch nicht nur auf extrem rechts oder dieses Typologische, was ich da so kreiert habe, sagen, sondern eben auch in Bezug auf Geschlechterpolitiken. War das jetzt verständlich? Oder Juliane, magst du erst mal ergänzen? Ja, ich kann vielleicht insofern noch mit dem Verweis Ilse Lenz das ergänzen. Ilse Lenz schaut sich die ja, antifeministischen Geschlechterpolitiken an und grenzt diese explizit ab zu konservativen Geschlechtervorstellungen. Weil sie sagt, geschlechterkonservative Vorstellungen kennen Männer, also plädieren für eine klar zweigeschlechtliche Ordnung, aber und üben eine Kritik an feministischen Politiken. Das ist aber nicht per se antifeministisch, denn es kehrt sich ins Antifeministische und das haben wir in erster Linie in der extremen Rechten oder können wir in erster Linie in der extremen Rechten beobachten, da wo Gender eigentlich nur noch so ein Containerbegriff wird, wo alles reingepackt wird, was an gesellschaftspolitischen Liberalisierungen der extremen Rechten aus den letzten 50 Jahren zuwidergeht. Also tatsächlich nochmal in Bezug auch auf die Geschlechterpositionen, die innerhalb von konservativen und extrem rechten Milieus vertreten werden, dort eine Unterscheidung zu machen und nicht alles per se als antifeministisch zu begreifen. Ilse Lenz fügt hinzu, dass auch eine Position, die Feminismuskritik übt, sich also als feminismuskritisch versteht, nicht per se antifeministisch ist, weil eine Kritik an feministischen Politiken ist Teil von feministischen Politiken und ist auch immer dringend notwendig für eine Weiterentwicklung von Theorie und Praxis. Das vielleicht ganz konkret in Bezug auf die Unterscheidung bei den Geschlechterpolitiken, die vertreten werden. Das bewegt sich jetzt tatsächlich auf der Einstellungsebene. Das, was du ja aufzeigst in deinem Buch, ist, dass das personell mitunter nicht so klar zu trennen ist, sondern dass genau an einem Ort wie der Bibliothek des Konservatismus da Akteure und Akteurinnen zusammenkommen, wo große Schnittmengen bestehen. Und das, was wir natürlich in der Draufsicht so gerne hätten, klare Grenzen setzen zu können, klare Cluster zu bilden, so einfach nicht ist. Nochmal drei Fragen. Ich stelle sie jetzt einfach alle mal und ihr schaut mal, auf welche, weil sie unterschiedliche Dimensionen ansprechen, die aber genau auf diese Frage der Diskursverschiebung eigentlich nochmal zielen. Die eine Frage ist nochmal die Bitte, nochmal konkreter darauf einzugehen, inwiefern bestimmte Diskursbeiträge oder das Auftreten von Rechten ganz bewusst als Strategie zur Diskursverschiebung eingesetzt werden. Das Auftreten von Rechten wo? Also ich deute die Frage jetzt mal in Bezug auf die BDK, aber wenn du, Jule, noch ergänzen kannst aus deinen Forschungen, wäre das, glaube ich, toll. Zweite Frage, andere Dimension. Jule, du hast angesprochen die Faszination an der neuen Rechten. Ob die, ist ein bisschen eine offene Frage, also eine nicht ganz offene Frage, aber ob die nicht genau eben intendiert ist und strategisch durch Widersprüchlichkeiten produziert wird.
und auch damit sozusagen Teil dieser strategischen Diskursverschiebung bildet. Dritte Dimension zu der Frage Sagbarkeitsgrenzen, Diskursverschiebungen. Könnt ihr etwas über intersektionale Dimensionen vielleicht sogar noch sagen und konkrete Hinweise dazu geben? Alles drei komplexe Fragen. Vielleicht fange ich gerade mal mit dem letzten Punkt an. Zu den intersektionalen Diskursinterventionen. Ich habe das vor allem, also ich spreche tatsächlich nicht von intersektional, sondern von machtkritisch, weil ich glaube, wenn man Intersektionalität wirklich ernst nimmt in der Komplexität, die vor allem schwarze Feministinnen oder schwarze GeschlechterforscherInnen vorangetrieben haben, ist das ziemlich ein sehr umfangreiches Forschungsvorhaben. Ich habe mir Geschlecht interdependent angeguckt, das heißt, mein Fokus war auf Geschlecht in Verwobenheit. Und ich finde, das ist nochmal ein bisschen was anderes als intersektional zu forschen und eben offener an ein Forschungsfeld ranzugehen und dann daraus generierend unterschiedliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse sich anzuschauen in der Verwobenheit. Aber trotzdem würde ich sagen, beispielsweise im Verschwörungsdenken können wir das sehr gut machtkritisch oder vielleicht auch intersektional verstehen, Verschwörungsdenken als ein klassischer Topos von antisemitischen Vorstellungen, geht aber auch beispielsweise, ich habe ein Kapitel heißt Eingeschleuste Imame und das ist ein Zitat aus einem Vortrag, wo eben sehr antimuslimisch-rassistisch argumentiert wird, dass vermeintlich Imame eingeschleust werden in die Lehrplanung. Egal, was jetzt der Kontext ist, aber da würde ich sagen, im Verschwörungsdenken haben wir auch antimuslimisch-rassistische Elemente, die sich dem Verschwörungsdenken bedienen und ähnlich eben auch, ich habe das ja ein bisschen versucht mit Angela Merkel, im Antifeminismus, also dass dort was geriert wird von einer Homo-Lobby oder eben Angela Merkel, die eigentlich ganz andere Pläne hat und die eigentlich genau eben gegen die nationalen Interessen agiert und die, neben der auch niemand anderes bestehen kann, weil alle, die mit Merkel regieren, werden schwächer. Das ist zum Beispiel auch so ein Zitat aus einem Vortrag. Und ich würde sagen, das ist zum Beispiel ein Element, wo wir sehen, da gibt es einfach unterschiedliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die sich dieser diskursiven Intervention bedienen. Soweit vielleicht erstmal zu dem Punkt. Dann schnappe ich mir die anderen beiden Fragen, die ich versuche gemeinsam zu beantworten, weil sie ja beide nach der Frage, die Frage stellen, ist das eigentlich eine Strategie, was da abläuft? Also sowohl die Auftritte in der Bibliothek des Konservatismus und an anderen Orten, als auch, ich sag mal, so ein wenig Subversion, ein wenig Verwirrung zu stiften und auch mit dieser Faszination zu spielen. Ich würde es ganz klar als Teil von neurechten Strategien begreifen und Neurechts tatsächlich als Teil einer Denktradition innerhalb der extremen Rechten begreifen und nicht alleine als, was es häufig missverstanden wird, als etwas, was in den letzten 5 Jahren mit der AfD in Deutschland erst aufgekommen ist. Sondern die Diskussion darum, wie kommen wir, ich sag mal, aus der Schmuddelecke raus, wird innerhalb der extremen Rechten in der Bundesrepublik schon länger geführt, spätestens seit den 1980er Jahren. Wie gelingt es eben nicht nur parlamentarisch erfolgreich zu sein, sondern in die Debatten einzusteigen, gesellschaftliche Debatten mitzuführen, eben nicht per se mit dem Stempel Neonazi draußen gehalten zu werden. Und das ist etwas, was unter anderem die Bibliothek des Konservatismus, aber eben auch Akteure in ihrem direkten Umfeld aus dem Institut für Staatspolitik, ganz klar zur Politik in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und wo eben dieser Spiel mit, das Spiel mit Symbolen, das Spiel mit Bildern, das Spiel mit diskursiven Interventionen ganz klar zum Repertoire dieser neurechten Bewegung gehört. Der Versuch, diese vermeintliche Eindeutigkeit in Frage zu stellen und immer wieder zu unterlaufen. Das macht es natürlich umso schwerer, einen Umgang damit zu finden. Weitere Fragen aus dem Chat? Oder Lili, möchtest du noch mal ergänzen? Nee, gut. Es gibt eine Frage noch mal, die auf die Gründe von Frauen eingeht, die Begeisterung und das Engagement
von Frauen für Neurechte intellektuelle Kreise. Es gibt die These oder die Frage im Chat, ist es nicht auch eine Art von, ist es nicht auch eine Weise, auf eine bestimmte Art der Anerkennung sozusagen orientiert zu sein? Genau, und genau, also sozusagen gibt es, vielleicht kannst du auch dazu nochmal was sagen, Lili, das wäre erst nochmal eher nochmal auch wieder eine konkrete Frage, aber sind denn viele sozusagen BesucherInnen der BDK auch weiblich möglicherweise, oder sozusagen gibt es da großen Anklang? Also zum ersten Teil der Frage, den würde ich eher Juliane geben, weil ich glaube, du hast das mehr dir angeguckt in deinen Forschungen. Zum zweiten mit dem Publikum, das ist natürlich auch nicht so einfach, weil ich nicht immer, also nicht immer ist das Publikum auf der Aufnahme drauf. Das heißt, ich kann das jetzt nicht repräsentativ irgendwie auswerten. Ich habe es aber mit aufgenommen und man hört die Stimmen aus dem Publikum. Ich würde sagen, auch da ist es eigentlich ähnlich. Oder da unterscheidet es sich thematisch, also gerade die Veranstaltungen zu Lebensschutz oder zu Geschlechterpolitiken im weitesten Sinne, sind deutlich mehr Frauen im Publikum als bei anderen Veranstaltungen. Und trotzdem haben wir es aber auch da grundsätzlich, ich glaube, genau mit der Einschränkung vorab, kann ich das so sagen, haben wir grundsätzlich einen größeren Männeranteil an den Innenveranstaltungen auch. Vielleicht, ja, soweit. Dem anderen Teil der Frage würde ich zustimmen und habe das, glaube ich, in meinem Kommentar auch schon kurz gebracht. Wir haben es tatsächlich mit dieser eigenen Aufwertung vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Abwertungserfahrungen zu tun. Das kann ein Grund, das kann ein Motiv für so eine Affinität von Frauen für rechte Bewegungen, aber auch für Orte wie die Bibliothek des Konservatismus sein. Das andere hat auch was mit gesamtgesellschaftlichen Erfahrungen zu tun. Gerade junge Frauen, Mädchen und junge Frauen machen die Erfahrung, dass sie seltener als politische Subjekte wahrgenommen werden, dass ihnen seltener eine politische Meinung zugetraut wird, als es bei männlichen Heranwachsenden der Fall ist. Ich glaube, dass gerade an dem Punkt, den die feministische Rechtsextremismusforschung sehr stark herausgestellt hat, einen Wandel gibt, wenn wir uns anschauen, wer aktuell die Protagonistin von jungen politischen Bewegungen sind, wer aktuell Fürsprecherin bei Fridays for Future, bei Black Lives Matter etc. sind, dann sind das junge, aktive Frauen. Und da hinkt insofern die extreme Rechte nicht hinterher, als dass auch bei der identitären Bewegung es viele weibliche Gesichter erstmal der Bewegung gibt. Was de facto dahinter steht an tatsächlicher weiblicher Mitsprache und an tatsächlich gleichberechtigtem Engagement innerhalb der Bewegung, das sei mal dahingestellt. Aber es ist tatsächlich ein Motiv, was Frauen auch für extrem rechte Orte wie die Bibliothek des Konservatismus motivieren kann, dass ihnen eine politische Meinung zugetraut wird, dass sie als gleichberechtigte, vermeintlich gleichberechtigte Gesprächspartnerin in die Diskussion mit einbezogen werden. Wie gesagt, mit dem Vorbehalt, dass sich da gerade einiges ändert. Es gab noch eine Frage zur internationalen Vernetzung, die ja eigentlich in der neuen Rechten insgesamt ziemlich wichtig ist. Kann man das auch, also könnt ihr beide vielleicht auch dazu noch mal was sagen und auch noch mal in Bezug auf die BDK? Ja, also internationale Vernetzung findet auch in der BDK statt. Es gibt unter anderem, wird auch viel berichtet von europäischen Vernetzungstreffen zu Konservatismus und Konferenzen, auf die gegangen wird. Es werden RednerInnen aus dem Ausland eingeladen. Trotzdem würde ich sagen, wenn man allein jetzt sprachlich sich den Veranstaltungsüberblick mal anschaut, es gibt relativ wenige Veranstaltungen, die beispielsweise nicht auf Deutsch stattfinden. Und dennoch würde ich sagen, also auch das ist wieder, finde ich, ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite gibt es auf jeden Fall eine internationale Ausrichtung oder den Versuch, international sich zu etablieren. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist das auch Teil der Strategie oder Teil, sich größer darzustellen, als man ist und eben sehr, sehr stark das zu betonen, wie europäisch sie als Institution ausgerichtet sind.
Ich habe mir das nicht systematisch angeschaut und kann deswegen jetzt nicht sagen, dass das stimmt total oder stimmt überhaupt nicht. Ich würde nur vorsichtig daran gehen, eben nicht die Eigendarstellung als gegeben zu sehen. Vielleicht so viel zu BDK. Ich blicke darauf jetzt nicht mit dem Schwerpunkt auf die BDK, sondern unter anderem mit dem Schwerpunkt auf die Geschlechterpolitiken. Und das hast du ja auch schon angesprochen, also die Ablehnung von Gender oder allem, was die extreme Rechte damit assoziiert und andere antifeministische Akteure damit assoziieren, wirkt als so ein Symbolic Glue. Nicht nur für unterschiedliche politische Milieus, die sich genau darin wiederfinden, sondern auch für eine sich internationalisierende extreme Rechte, die sich über Strategien austauscht, die sich über Themen, über Inhalte austauscht. Und dort ist gerade die Geschlechterpolitik eine, die ja ein Stück weit als so ein kleinster gemeinsamer Nenner von unterschiedlichen Rechten, rechtspopulistischen bis extremrechten Bewegungen in verschiedenen Ländern Westeuropas und darüber hinaus funktioniert, die allerdings eben genau dort auch die Menschen zusammenbringt. Ist denn, ich kann das auch so als These, die ich ebenfalls überzeugend finde, zu sagen, eben es ist dieser Symbolic Blue oder diese auch affektive Brücke, die da gewissermaßen geschlagen wird über dieses Geschlechterthema und das auch tatsächlich sozusagen Europa oder auch aus, über europäische Grenzen hinweg, darüber Verbindungen geschafft werden. Was würdet ihr denn, ich spreche nochmal diese intersektionale Frage an, weil das ja im, also sozusagen zum einen, weil das andere Thema, was ja sehr, sehr präsent ist und auch so eine Art Symbolic Glue ist, ist der antimuslimische Rassismus. Und beide werden ja miteinander verbunden, zumindest war das hier in der Köln-Debatte sehr stark, ne? Also, oder bestimmte spezifische rassistische Vorstellungen werden mit bestimmten spezifischen Geschlechterpolitiken verbunden. Umgekehrt, also das kann man in Deutschland an einer sehr konkreten Debatte ja sehr gut nachzeichnen. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel bestimmte in diesen ganzen Verschwörungsideologien, Verschwörungstheorien, in dem der Feminismus verantwortlich gemacht wird für alles Mögliche, das habt ihr ja beide schon angerissen, verbunden wird zum Beispiel mit antisemitischen Figuren. Würdet ihr sagen, dass genau diese sozusagen machtkritische oder ich sage jetzt doch intersektionale Analyse, weil bestimmte Ideologien ineinander greifen, würdet ihr sagen, dass auf diese Weise auch internationale Anknüpfungspunkte bestehen oder man dort doch mal mehr auch nach Spezifika in lokalen Kontexten gucken müsste? Ich glaube, es brauchte man einen Blick auf die Spezifika, um in den Vergleich gehen zu können. Es gibt eine Debatte darum, inwieweit im Antifeminismus finden wir strukturell antisemitische Dynamiken drin. Also die Vorstellung von einer Lobby, die uns beherrscht, eine einflussreiche Gruppe, die hinter Maßnahmen steht, aber nicht erkannt werden möchte oder ähnliches. Das sind alte antisemitische Klischees, die sich dort im Antifeminismus wiederfinden. Auch in Bezug auf den antimuslimischen Rassismus würde ich sagen, da gibt es Spezifika, aber da gibt es auch tatsächlich Unterschiede. Interessant finde ich vielmehr den Blick auf die Ereignisse in der Türkei. Lilly, du hattest es vorhin schon angesprochen. Und Dynamiken, die zeigen, dass die Hetze gegen Gender, die Kern von einem modernen Antifeminismus ist, anschlussfähig ist an antimuslimische Ressentiments, an antimuslimischen Rassismus, die aber sehr wohl sich auch inkorporieren lassen mit nationalistischen Bewegungen, wie wir es in der Türkei gerade beobachten, gerade in ihrer Ablehnung der Istanbul Convention als ja eigentlich nur Gipfel dessen, was sich in den letzten Jahren dort aufgebaut hat. Denn lange Zeit hat sich die Türkei tatsächlich oder gerade die Regierungspartei alles andere als in der Hetze gegen Gender wiedergefunden, sondern war da tatsächlich ein weitestgehend progressiver Akteur. Also das heißt, es ist in unterschiedliche Richtungen adaptionsfähig und das macht, glaube ich, gerade nochmal die Gefährlichkeit von diesem ja, Containerbegriff Gender, von diesem Feindbild Gender, der aus so unterschiedlichen Milieus, auf denen so unterschiedliche Milieus zugreifen, ganz klar. Ja, das
Dem würde ich total zustimmen. Und was ich aber trotzdem auch mit einem internationalen Blick nochmal interessant finde, wie beispielsweise die Debatten um die Kölner Silvesternacht, um jetzt bei diesem konkreten die vermeintlich offenen Grenzen 2015, dass es da so ein auch gerade in Osteuropa auch ein Schreckensszenario gezeichnet wurde, das passiert in Deutschland, weil die Grenzen geöffnet wurden. Und ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn wir unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse zusammendenken und eben genau funktioniert in einem internationalen Raum. Das würde ich noch ergänzen. Eine kurze, weil wir gerade bei internationaler Vernetzung sind, eine Nachfrage. Kann es sein, dass gerade die sogenannte Lebensschutzbewegung ein enormes Potenzial zum internationalen Netzwerken liefert? Sagt ihr beide wahrscheinlich ja. Okay, ja. nee, und gerade wenn wir uns aktuell wie Gabriele und Sophia Kubi anschauen, die ja auch auf EU-Ebene aktiv sind im Lebensschutz, im vermeintlichen Lebensschutz, immer bitte die Anführungsstriche mitdenken, sind zentrale AkteurInnen, die sprechen auch in der BDK, die mobilisieren für den Marsch für das Leben und verbinden auch international eben verschiedene Gruppierungen innerhalb der Lebensschutzbewegung. Unterstreiche auch das Ja. Insofern, als das ja auch die, ja, ich sag mal, das Formen von Gender als Feindbild in internationalen Netzwerken und allen voran muss man dort eben den Vatikan stellen, entstanden ist. Ich habe von auf Bettina Röhl und ihren Beitrag 2005 im Cicero verwiesen. Das war tatsächlich der erste, der eine mediale Debatte in irgendeiner Form angestoßen hat oder versucht hat anzustoßen. Sehr viel stärker hat das der Beitrag von Volker Zastrow ein Jahr später in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erst prägen können. Also diesen Diskurs um bzw. gegen Gender von Seiten der konservativen und extremen Rechten. Allerdings war es das Vatikanische Konzil, die direkt im Anschluss an die Pekinger Frauenkonferenz 1995 begonnen haben, Gender als ein Feindbild aufzubauen, Behauptungen über Gender als Bedrohung für die Familie mit dem Ziel, Männer und Frauen abzuschaffen und was nicht alles an Verschwörungsfantasien dort reingepackt wurde, systematisch aufzubauen. Es hat 10 Jahre gedauert, bis es tatsächlich im öffentlichen Diskurs angekommen und gefangen hat. Aber genau deswegen ist der Blick eben genau auf die internationalen Netzwerke, die sich dort treffen, die sich dort gut austauschen und nicht immer offen austauschen, sondern denen ganz gut daran gelegen ist, eben eher im Verborgenen die Hintergrundvernetzung zu betreiben, ganz wichtig. Noch 2 Fragen zu rechten Frauen und rechten Bewegungen. Genau, die eine interessiert mich tatsächlich, wollte ich noch kurz einschmuggeln, weil ihr, Lilian, du gesagt hattest in deiner relativ am Anfang, dass es auch rechte Frauen mit konstruktivistischem Geschlechtsverständnis gibt. Könnt ihr konkrete Zusammenhänge benennen oder so? Das ist etwas, was mich überrascht. Ich hätte jetzt quasi mehr oder minder qua Definition ein biologistisches Verständnis vorausgesetzt. Die andere Frage kommt aus dem Chat und zielt eher wieder ein bisschen im, sagen nicht, wenn Rechte reden, sondern mit Rechten reden, Fragezeichen. Die Frage, sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass es ein Stück weit auch eine Instrumentalisierung von Frauen oder auch Geschlecht in rechten und konservativen Gruppierungen gibt, wie könnte man Frauen in diesen Kontexten erreichen? Wie soll mit ihnen gesprochen werden oder sollte man das bleiben lassen? Ich glaube, ich muss gerade noch so ein bisschen nachdenken, aber ich glaube, die letzte Frage zielt so ein bisschen auf, was ist politisch zu tun? Und ich merke immer, also aus einer wissenschaftlichen Perspektive, dass ich mich dem manchmal so ein bisschen verweigere, weil ich sagen würde, also zum einen finde ich das immer ein bisschen überheblich, aus der Wissenschaft zu sagen, und ihr lieben AktivistInnen, macht jetzt bitte dies und jenes. Und ich würde auch sagen, es gibt
unterschiedliche Aktionsformen und unterschiedliche Möglichkeiten, ob es politische Bildungsarbeit ist, ob es eine Skandalisierung ist von rechten Orten oder welche Form, ob es eher über parlamentarische Anfragen geht, um weiteres Wissen zu recherchieren. Ich glaube, es gibt, und das war zum Beispiel auch ein Versuch in dem Buch, ich glaube, Jule, du hast es auch kurz erwähnt, eben nochmal auch dieses aktivistische und journalistische Wissen, was bereits besteht zur BDK, nochmal zu verbinden, weil es besteht sehr viel Wissen schon. Und genau, ich glaube, dass, da gibt es unterschiedliche Aktionsformen, die irgendwie die unterschiedliche oder die je nach, nach politischer Gesinnung oder Militanz ausgeübt werden können. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig zu sagen, was machen wir jetzt mit den rechten Frauen? Also weil ich auch, die rechten Frauen sind halt von konservativ und vielleicht in einem pluralistischen Verständnis auch noch, wo es noch eine legitime oder demokratische Position ist, bis hin halt zu verfassungsfeindlichen oder vom oder demokratiefeindlichen Tendenzen so. Und ich glaube, je nachdem, wo sich rechte Frauen verorten, macht es durchaus Sinn, auch in gewisser Weise in Dialog zu treten, aber macht es auch bestimmt überhaupt keinen Sinn. Und deshalb fällt mir gerade sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Aber Jule, vielleicht bist du da gerade kompetenter. Da darf ich von Seiten der politischen Bildung ergänzen. Ich glaube auch, also das, was du ja gerade betonst, ist die Frage, mit wem ist in welchen Settings wie zu reden und wie zu arbeiten. Wir diskutieren nicht mit überzeugten, ideologisch gefestigten, extrem rechten Frauen über die Bedeutung von Mutterschaft in ihrem Leben mit der Hoffnung, sie davon zu überzeugen, dass Mutterschaft auch vielfältiger zu leben ist als allein in klassisch traditionellen, von der extrem Rechten eingeforderten Rollen. Da verspreche ich mir tatsächlich nichts. Die Frage ist ja tatsächlich, wo setzen wir an? Und in der politischen Bildung geht es mir darum, tatsächlich Alternativen aufzuzeigen zu den vermeintlich einfachen Antworten, die die extreme Rechte formuliert, auf de facto bestehende Ungleichheiten, also das, was ich vorhin angesprochen habe, oder de facto bestehende Zumutungen von Geschlecht, die Aneignung von Geschlecht, das Werden als Mädchen, als Frau, als auch Junge und Mann wird nicht einfacher in dem Moment, wo es mehr Möglichkeiten gibt, Frau zu sein, Mädchen zu sein, auch andere Geschlechterrollen zu leben. Die Frage ist tatsächlich, wie setzen wir Jugendliche, wie setzen wir aber auch Erwachsene dazu, wie empowern wir sie darin nicht ein einziges Gender-Gaga zu sehen, wie es Birgit Kelle kurz auf den Punkt bringt, sondern tatsächlich darin auch ein Mehr zu sehen, ein Mehr an Möglichkeiten und sie gleichzeitig eben dazu zu empowern, in diesem Mehr an Möglichkeiten und da mit einem Doppel-E geschrieben, ihren Weg zu finden. Denn ich glaube, genau auf diese Überforderung von der Gleichzeitigkeit, erfolgreich im Beruf zu sein, erfolgreich in der Familie zu sein, erfolgreich in der Bildungskarriere zu sein, können junge Frauen tatsächlich auch mit so einer Überforderung reagieren, die sie affin macht für extrem rechte Versprechungen? Bei uns ist es in Ordnung, wenn du auch einfach nur eine Rolle zunächst ausführst oder wenn du unterschiedliche Rollen nacheinander ausführen kannst. Also zunächst als junge Frau aktivistisch in der identitären Bewegung zu sein, später Kinder zu bekommen und anschließend als Parlamentarierin in einer extrem rechten Partei nach wie vor Politik mitzugestalten. Das sind ja Versprechungen, die jungen Frauen zunächst erstmal gemacht werden. Und ich glaube, dass zum einen eben ein Empowerment da drin, dass junge Menschen ihren Weg finden und es manchmal eben auch braucht, um die Orientierung in diesem Dschungel der Geschlechter zu finden, der mit den benannten Liberalisierungen nicht einfacher geworden ist. Und gleichzeitig allerdings eben, und darauf verweist die Kollegin Katharina Debus, auch Räume fürs Scheitern zu eröffnen. Und dass in diesem Raum fürs Scheitern ist nicht die einzige Option, ist, sich aus dieser widersprüchlichen Aneignung rauszuziehen und zu sagen, okay, ich nehme mir die traditionelle Rolle, die mir näher liegt, die, in der ich aufgewachsen bin, die mir eine Orientierung verspricht, sondern ich stelle mich auch genau immer wieder diesen Zumutungen,
die eine geschlechtliche Sozialisation mit sich bringt. Das ist jetzt noch ganz schön viel in ja, Analysekategorien gesprochen, aber mir geht es tatsächlich darum, junge Menschen in die Lage zu versetzen, sich Gesellschaft anders anzueignen und Gesellschaft mitzugestalten. Und dies eben nicht in extrem rechten Räumen tun, sondern in partizipationsorientierteren, in demokratischen Räumen. Das finde ich sehr plausibel. Ich würde nochmal da eine Verbindung ziehen zu dem, was du, Lilian, am Anfang ja nochmal gesagt hattest mit der Frage des Scheiterns auch von feministischen Bewegungen oder Erfolgen, Scheitern. Weil ich glaube, es ist ja schon ein Problem. Und das, also sozusagen die Frage mit Rechten reden, ist ja nochmal eine sehr konkrete andere Frage. Aber die Frage, wie können eigentlich Gegenerzählungen aussehen oder auch gegen Politisierung oder so? Und ich finde schon, was ja auch verschiedentlich in der Wissenschaft auch stärker herausgearbeitet wird, dass es eben auch eine Kritik an Reproduktionsverhältnissen von rechts gibt. Eben genau auch mit dem, was du als Beispiel nochmal gesagt hattest, ich bin keine Feministin, weil Hausfrau ein wertvoller oder irgendwas. Hausfrau sein auch ein Beruf ist. Genau, genau. Und sozusagen deutlich zu machen, nicht nur es gibt eine Vielfalt an Feminismus, sondern ja genau, aber das, die Schlussfolgerung daraus ist eben nicht, keine Feministin zu sein, sondern es ist ein spezifisches Verständnis von Feminismus, was sich gesellschaftlich verankert hat, was mit bestimmten liberalen feministischen Ideen ganz stark verbunden ist. Ein sehr individualisiertes Verständnis von Geschlecht und so weiter, was tatsächlich aber die materiellen Bedingungen, unter denen wir leben und leiden, wenig thematisiert und dem eine andere Erzählung, aber eben eine nicht rechte, konservative Erzählung entgegenzusetzen, ist, glaube ich, also erscheint mir auch als politische Strategie weiterhin total wichtig zu sein. Also sich dieser Frage von Abwertung von Sorgearbeit, Care und die Frage, wie es unsere Gesellschaft eigentlich organisiert, also tatsächlich auch die feministischen Erfolge, die wir erreicht haben oder die erreicht wurden, in ihrer Ambivalenz sichtbar zu machen und sich aber gegen eine rechte Erzählung dagegen zu stellen, dass die Antwort eben eine Rückkehr zum traditionellen Familienmodell oder zur konservativen Geschlechterordnung ist. Genau, das war eigentlich noch anknüpfend. Ja, ich würde das vielleicht sogar noch ergänzen. Also Marie Reusch arbeitet in ihrer Dissertation heraus, wie tatsächlich der Feminismus ein Stück weit auch verpasst hat, emanzipatorische Entwürfe von Mutterschaft mit einzubeziehen, indem wir uns eben in den Debatten um Care- und Sorgearbeit ein Stück weit verloren haben, beziehungsweise indem ausgelassen wurde, andere Modelle von ja auch traditioneller Mutterschaft als Teil von emanzipatorischen feministischen Lebensweisen mit einzubeziehen. Und das, was du eben betonst, dieses Mehr an Möglichkeiten, Geschlecht zu leben, soll ja nicht heißen, dass eine Lebensweise verboten wird. Der Vorwurf, der dem Feminismus gerne gemacht wird, ich darf jetzt nicht mehr heterosexuell heiraten oder ich darf jetzt keine Kinder mehr bekommen. Das ist aber tatsächlich etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen, weil das, wie du sagst, das Bild von liberalen Feminismen in der Gesellschaft total prägt. Dieser Verbotsdiskurs. Genau, und der ist ja, auch das ist ja eine Klammer, ne? Also sozusagen, was nicht alles verboten wird angeblich, also in diesem auch etatistischen Ressentiment oder anti-intellektuellen Ressentiment innerhalb der neuen Rechten. Es gab noch einen kleinen Kommentar unter www.neuerechte.org, gibt es eine gute Übersicht über Akteure der neuen Rechten für noch weitere sozusagen Individualrecherchen oder auch Forschungsrecherchen. Wir kommen langsam zum Ende. Es gibt noch eine Frage und dann würde ich euch gerne aber auch noch das letzte Wort jeweils geben. Noch eine Frage nochmal zum Mobilisierungspotenzial. Die schließt ein bisschen an meine allererste Frage, warum Geschlecht so wichtig? Wie schätzt ihr das Mobilisierungspotenzial tatsächlich von Geschlechterthemen ein? Also für im Vergleich zu anderen Fragen, Klima, Zuwanderung etc. Also nochmal auf eine sehr konkret strategisch-politische Frage. Also ich beantworte das jetzt in Bezug auf die BDK. Da glaube ich, ist Geschlecht oder ist das Mobilisierungspotenzial total hoch.
ähnlich, aber hoch wie den antimuslimischen Rassismus. Und ich glaube, also gerade in Bezug auf, ich habe viel mit den Arbeiten von Franziska Schutzbach auch gearbeitet, also eine Schweizer Geschlechterforscherin, die das in Bezug auf die Schweiz immer nochmal diesen Klimadiskurs sehr groß macht. Das habe ich jetzt in meinen Analysen tatsächlich sehr wenig nur gefunden. Das verändert sich vielleicht auch gerade. Das ist auch eine Frage, wie sich das weiterentwickelt. Aber da hatte ich das Gefühl, Klimathemen sind nicht so mobilisierungsfähig wie Geschlechterthemen und Rassismus oder Hetze auf geflüchtete Menschen. Das würde ich zur BDK sagen. Von dem, was wir aus Nachwahlerhebungen zum Wahlverhalten von AfD-Wählern und Wählerinnen wissen, steht Geschlecht nicht an erster Stelle, sondern es ist eher ein Wähler und Wählerinnen geben der AfD ihre Stimme nicht aufgrund von deren Geschlechterpolitik, sondern trotzdem. Es gibt eine große Bias zwischen Wählern und Wählerinnen. Es ist nach wie vor so, dass ungefähr 2/3 der von Männern ungefähr 2/3 der für die AfD abgegebenen Stimmen von Männern stammt, nur 1/3 von Frauen. Und da wissen wir zumindest nichts über Geschlechterthemen, inwieweit die für Männer oder für Frauen eine größere Relevanz jeweils haben. Ich glaube, dass in dem Diskurs um Geschlecht aus der konservativen und extremen Rechten Geschlecht doch eine große Rolle spielt in so einer Token-Funktion. Die AfD beginnt ihren aktuellen Wahlspot zur Bundestagswahl im Herbst mit den Worten: Es gibt eine Partei, die sich nicht ums Gender-Sternchen kümmert. Und dort nimmt Geschlecht auf jeden Fall eine große Rolle in diesem Anti-Verbotsdiskurs, den ich gerade schon angesprochen habe, ein. Und den finde ich dann tatsächlich gefährlich. Danke. Ich finde, etwas ist sehr, sehr deutlich geworden. Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich das nochmal sagen. Die Bedeutsamkeit von Geschlecht, um zu verstehen, um die neue Rechte zu verstehen. Oder um zu verstehen, nicht nur sozusagen gesellschaftlichen Wandel, das wissen wir ohnehin, sondern eben auch so einen politischen Wandel. Eurer Einschätzung, Beobachtung nach aus dem Feld, in dem ihr euch bewegt, gibt es da ein zunehmendes Verständnis für genau das oder sind Geschlechterperspektiven weiterhin, werden sie weiterhin marginalisiert, jetzt institutionell? Das ist eine komplexe Frage, finde ich, tatsächlich, auch wenn sie zum Ende ist und eigentlich nur das kurze Schlusswort bieten soll. Ich würde sagen, es gibt auch in der Rechtsextremismusforschung und gerade das Forschungsnetzwerk zu Frauen und Rechtsextremismus macht das ja seit Jahrzehnten, gibt es viele, viele Arbeiten, die sich mit Geschlecht beschäftigen. Ich würde trotzdem sagen, es gibt gleichzeitig immer noch eine sehr männlich dominierte Rechtsextremismusforschung, die das die Tragweite verkennt. Und vielleicht würde ich aber dennoch sagen, dass sich das verändert in den letzten Jahren, eben durch diese Vorarbeiten von dem Forschungsnetzwerk oder andere Arbeiten und auch durch eine größere Präsenz, durch vermehrte Angriffe auf GeschlechterforscherInnen und eine mediale Präsenz dessen, glaube ich, verändert sich da was. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, Juliane. Sehe das tatsächlich auch eher positiv. Sowohl im Bereich der Rechtsextremismusforschung gibt es häufig von Nachwuchswissenschaftlerinnen, aber auch in Teilen der etablierten Rechtsextremismus mittlerweile eine größere Offenheit für geschlechterrelevante Fragestellungen in Bezug auf den Forschungsgegenstand. Aber auch, und auch das sehe ich als eine neue Entwicklung, dass auch die Geschlechterforschung stärker die extreme Rechte als Akteur extrem rechte Diskurse als Forschungsfeld mit einbezieht. Von daher habe ich das Gefühl, dass in beiden Bereichen tatsächlich die jeweils anderen Themen eine stärkere Rolle spielen. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage, wie beide Forschungsfelder auch noch stärker in einen Austausch kommen können und auf die jeweiligen Wissensbestände der anderen Disziplinen anders zugreifen können, als es in Teilen heute noch der Fall ist. Das wäre dann die Aufgabe an dich, Sarah. Was ist meine Aufgabe? Zu organisieren, dass die beiden Felder mehr Wissensbestände aufeinander zutreffen. Ja,
Wir haben schon überzogen. Ich glaube, wir wollten im Viertel vor Schluss machen, beziehungsweise genau. Es war aber eine, es gab so viele Fragen, das heißt, und so viele kluge Fragen. Das Interesse war enorm. Es sind wenig Leute abgesprungen. Wir haben die meisten ZuhörerInnen, ZuschauerInnen noch dabei. Das war ein toller Abend mit euch. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken nochmal für alle im Hintergrund, aber jetzt insbesondere an euch beide, oder geht der Dank insbesondere an euch beide, Lilian, für den Einblick in dein tolles Buch und Jule, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns hier zu diskutieren und nochmal so viel Wissen einzubringen, so viele Verbindungen herzustellen, so flexibel euch für alle Fragen und das Ganze hin und her zu zeigen. Das war für mich eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber im Chat ganz, ganz viel Komplimente auch zu den Fragen an das Buch und an den Abend. Guckt sie euch gleich nochmal in Ruhe an und ich wünsche allen anderen einen weiteren schönen Restabend, der ja lau ist, der Frühling kommt, alles wird besser, hoffentlich. Bleibt gesund. Herzlichen Dank auch an dich, Sarah.